die Versorgung liegt in Allahs Hand. Das muss jeder Muslim, Muslime wissen. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Jeder Lebewesen auf dieser Erde wird von Allah subhanahu wa ta'ala versorgt. Allah ist ihr Versorger. Einer der Namen Allahs, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, der Versorger subhanahu wa ta'ala. Das müssen wir im Herzen tragen. Noch ein Punkt, es gibt Asbab, Asbab heißt Gründe, wie die Versorgung sich vermehrt. Und es gibt Asbab für die Verringerung der Versorgung. Und das liegt an dir selbst. Ich erinnere mich an die Aussage von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Und ich glaube fest daran, alhamdulillah, dass das, was Ibn Abbas sagt, ist Haqq, ist die Wahrheit. Wir haben es selber auch alle erlebt, denke ich mal, auf eine gewisse Art und Weise. Einer der Beispiele, und das ist einer der Gründe für die Verringerung des Rizqs, von Rizq, ist Al-Ma'siyah. Versorgung. Ist Al-Ma'siyah. Die Sünde. Die Ungehorsamkeit. Ibn al-Qayyim hat es in seinem Buch geschrieben. Das Buch heißt Al-Jawab al-Kafi. Al-Jawab al-Kafi. لمن سأل عن الدواء الشافي. Das heißt, die ausreichende Antwort für den, der sucht nach der heilende, sagt man das, الدواء الشافي, eine der heilende Medizin. Oder الداء والدواء. الداء, die Krankheit, الدواء, Medizin. In diesem Buch hat Ibn al-Qayyim auch darüber geschrieben, subhanallah al-Azim, dass die Sünde, die Ungehorsamkeit, beispielsweise, wenn eine Frau sagt, ich ziehe mein Hijab aus, um versorgt zu werden. Hier, sie versucht durch eine Ma'siyah, durch eine Ungehorsamkeit gegenüber den Versorger, Allah, Azza wa Jal, der die Versorgung in seiner Hand hat, ihn zu widersetzen, Azza wa Jal, um an seine Versorgung ranzukommen. Wie geht das? Tayyib, hier sagt Ibn Abbas, inna lil Ma'siyah athar. Fünf. Die Sünde hinterlässt fünf Spuren. Eins davon, a'udhu billah, sawadun fil wajh, Allahumma ahfadna ya rabbil alamin. Schwärze im Gesicht. Dann sagt, dhulmatun fil qalb. Dhulmatun fil qalb, Allahumma ahfadna ya rabbil. Dunkelheit im Herzen, haben wir vorhin erwähnt, dass für jede Sünde, die du begehst, ein schwarzer Punkt, ein schwarzer Fleck fällt auf dein Herz, und schwärzt das Herz, wal'iyadu billah, bis komplett schwarz wird. Möge Allah uns bewahren. Dann bildet sich eine Dunkelheit. Eine Dunkelheit, die das Herz, a'udhu billah, die Vision, wie sagt man das, verhindert. Sodass er die Wahrheit nicht mehr erkennen kann und die Lüge, also die Lüge von der Wahrheit nicht mehr unterscheiden kann. Und so, dass er die dann verschiedene, natürlich falsche Befehle austeilt, wal'iyadu billah. Dann sagt er, Dulmatun fil Qalb, also Dunkelheit im Herzen. Dann sagt er, Dhu'fun fil Badan, au Wahnun fil Badan. Was heißt Wahnun fil Badan? Körperliche Schwäche. Kann sein, du bist, mashallah, ein Bodybuilder und du siehst kräftig aus und mashallah, breit im Kreuz hast du auch. Aber du bist schwach. Du hast nicht die Kraft. Das ist, sagen die Gelehrten, Allah nimmt dir den Mut weg. Du hast keinen Mut mehr. Dann sagt er hier, und das ist das wichtigste Punkt hier, وَذِيقٌ فِي الرِّزْقِ und Verengerung oder Verringerung der Versorgung. Das heißt, die Person, die versucht, durch falschen Mitteln an Versorgung ranzukommen, Allah verringert ihr Versorgung. Allah bestraft diese Person, indem er seine Versorgung verringert. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gezeigt im Koran, Azza wa Jalla. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Das sind Asbab, زيادة الرزق. Allah sagt, und derjenige, ومن يتق الله, ob Mann oder Frau, und dieserjenige oder diejenige, die Allah fürchtet, natürlich hier kann man Taqwa nennen, sage ich mal alles so, versuche es zu erklären, weil Taqwa und Khashya zwei verschiedene Sachen sind. Taqwa und Khashya, zwei Worte. Khashya ist die Furcht vor Allah. Und Taqwa kann man, manche Ulama sagen, das sich hüten vor Allah. Wie kann ich mich hüten vor Allah, subhanahu wa ta'ala? Indem ich mich vor dem hüte, was Allah verboten hat, azza wa jalla.
Ich baue zwischen mir und das, was Allah verboten hat, das, was Allah subhanahu wa ta'ala erzürnt, azza wa jal, eine Trennwand. Ich vermeide es einfach. Wie Allah sagt, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا beispielsweise. Wie denn? Mein Alim hat sehr schön einfache Worte erklärt, sagt beispielsweise, Zina ist auf dieser Straßenseite, du gehst auf der anderen Straßenseite. Vermeide es komplett, so vermeidest du alles, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala, und das ist taqwa Allah azza wa jal. اتق المحارم. Hüte dich vor den Verboten. Vermeide sie einfach. بإذن الله سبحانه وتعالى. Dann bist du einer der besten Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, und diejenigen, die sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, sich die Taqwa, alhamdulillah, die besitzen Taqwa und die fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, man yattaqi yaj'al lahu makhraja. Allah wird ihnen von jeder Blockade einen Ausweg geben. Für jede Schwierigkeit, die du hast, wallahi, Allah wird ihnen Ausweg geben, subhanahu wa ta'ala. Aber die Voraussetzung ist was? تقوى الله عز وجل. تقوى سؤالا. أعبيت دغن. Hüte dich vor Allah سبحانه وتعالى. Hüte dich vor Sünden. Vor alles was Allah verboten hat سبحانه وتعالى. Streng dich an. Allah hat dir etwas versprochen. Und es gibt niemanden, der sein Versprechen hält wie Allah عز وجل. Was macht Allah? Für jedem Problem hast du eine Lösung. Für jede, alhamdulillah, Blockade hast du einen Ausweg. Und dann sagt Allah dann noch dazu als Bonus. ويرزقه من حيث لا يحتسب. Und Allah wird ihm versorgen. Daher, wo er nicht damit gerechnet hat. Und das sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Soll ich jetzt meinen Nafs glauben, meinen Shaitan glauben, der mir sagt, sündige, begehe eine Ungehorsamkeit, a'udhu billah, um an Rizq ranzukommen, oder soll ich auf Allah mich verlassen, subhanahu wa ta'ala, und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala? Ich glaube eher Allah. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Noch ein weiterer Grund für Rizq. Und das ist wallahi al-azim haqq. Ich erinnere euch an Hadith von Rasulullah. Man lazim al-istighfar. جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سبحان الله العظيم. Also die Person, اللزوم, يعني was heißt اللزوم الاستغفار؟ Es heißt ständig اللهم vergeben zu bitten سبحانه وتعالى. Wie sieht dieser استغفار aus? Es gibt verschiedene Arten. Entweder du sagst استغفر الله استغفر الله استغفر الله oder es gibt eine andere استغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Es gibt الحمد الحسن المسلم. Darin steht, wie man Allah um Vergebung bittet. Und das sollte man regelmäßig machen. Das ist ein Problem in dieser Umma, haben wir. Wir haben keine Disziplin. Diese Regelmäßigkeit. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt guckt, sieht die Krankheit, okay, passende Medizin. Er gibt dir, mashallah, eine bestimmte Medizin, aber er gibt dir auch eine Dosis noch dazu und die Dauer der Medizin, wie oft du sie nehmen musst, wie oft täglich und wie viele Monate beispielsweise oder Jahre. Warum? Weil dann haben wir ein Ergebnis, Heilung. Genauso ist das Problem der Umma, macht ein, zwei Tage, ist Istighfar und sagt, ich habe nichts gesehen. Nein, sagt Rasul, man lazima, al-Luzum, das heißt ständig auf Dauer, Allahum vergeben, bitten und nicht nur aus der Zunge. Vorsicht, das Herz muss Allah um Vergebung bitten. Da erinnere ich euch kurz, ein Buch von Al-Qurtubi, rahimahullah, er hat geschrieben über Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, hat gesehen, dass jemand nach dem Gebet Istighfar gemacht hat. Es gibt heute, wir hören, verzeiht mich, ich will niemanden lästern, inshallah, Rabbil Alamin. Es ist nur als Erinnerung. Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, sah jemand nach dem Gebet Istighfar macht, das heißt, es gibt Leute, die sagen, Istighfar, so schnell, a'udhu billah, dass du nichts mehr verstehst und nichts begreifst, dein Verstand, Allahu a'lam, schwebt im Universum. Sein Herz im Universum, man spaziert in der Küche, bei der Familie, zu Hause und seine Zunge ist bei Allah. A'udhu billahi min ghadab Allah. Und das war's. Ich habe Allah vergeben mit, ist die Sache erledigt. Nein. Sayyidina Ali guckt den Mann an, sagt, ja Fulan, mach nochmal Istighfar. Der Mann macht wieder Istighfar. Aber wieder auf die gleiche Art und Weise, die nicht richtig war. Dann immer wieder Istighfar. Dann Sayyidina Ali hat ihn angeguckt, den Satz finde ich sehr schön, subhanallah. Er sagt, ja Fulan, inna istighfaraka yahtaju ila istighfar. Verstehst du? Er sagt, deine Art, wie du Allah um Vergebung bittest, braucht selber Allah um Vergebung zu bitten. Das heißt, das ist falsch. Das heißt, du musst Allah um Vergebung bitten für die Art und Weise, wie du gerade Allah um Vergebung gebeten hast. Subhan Rabbil Alamin. Nicht jeder, der Istighfar mit der Zunge macht, hat Allah, Istighfar bei Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Das heißt, hier Istighfar, al-Luzum, erstmal ständig Istighfar zu machen, auf Dauer Istighfar zu machen und nicht nur mit der Zunge, sondern mit dem Herzen noch dazu. Bis du spürst, dass dein Herz wirklich bedauert und bereut auch die Sünde. Und stell dir jedes Mal beim Istighfar die Sünde vor, die du gemacht hast, bis dein Herz
gebrochen ist vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass es so weit irgendwann mal schaffst, bei Istighfar eine Träne zu vergießen. Also, Istighfar, das haben wir gesagt. Vermeide die Sünde. Dann wird Allah dein Rizq nicht verringern, inshallah. Und er wird, fürchte Allah, hüte dich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wird Allah dir ausvergeben von jeder Blockade. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir vor jedem Problem eine Lösung geben, für jede Sorge eine Lösung geben, inshallah. Und er erleichtert deine Angelegenheit. Und man yattaqillah, yaj'alullahu lahu min amrihi yusra. Ajib. Das heißt, Allah sagt, und derjenige, der sich hütet vor Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, Allah, was macht er mit ihm? Allah wird ihm in all seine Angelegenheiten einen Weg, eine Erleichterung geben. Allah erleichtert alle seine Angelegenheiten. Aber, das heißt, die Ulama sagen, die Person, die kein Taqwa besitzt, Allah erschwert seine Angelegenheiten. Allahumma ahfirna rabbil alamin. Das heißt, vermeide die Sünde, fürchte Allah, hüte dich vor Allah, hüte dich vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat und halte dich an Istighfar, an die Bitte um Vergebung, wie wir vorhin gesagt haben, dann hast du diese, mashallah, Voraussetzung, hast du diese Früchte von deinem Istighfar. Man lazim al-istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Für jede Sorge, die du hast, Allah wird dir eine Lösung geben, inshallah. Für jede Blockade ein Ausweg. Und min kulli dhiqin makhraja. Dann kommt, wa razaqahu min haythu la yahtasib. Dann wird Allah ihn versorgen, daher, wo er nicht damit gerechnet hat. Es sind nicht genug, subhanallah, Gründe da, wie wir, inshallah, Rabbil Alamin, unsere Rizq ankommen, dass unsere Rizq sich vermehrt und nicht verringert, bidnallahi azza wa jal. Dann, ich erinnere mich an eine Geschichte von Hassan al-Basri, rahimahullah. Al-Hassan al-Basri saß. Kommt ein Mann, sagt, ja, Hassan, يا أبا سعيد sagt er, سبحان الله unsere Erde ist betroffen von Dürre. Sag, geh und bitte Allah um Vergebung. Halte dich an Istighfar. Dann ist er hier. Kommt der Nächste, meine Frau gebärt keine Kinder. Halte dich an Istighfar, sagt er zu ihm. Das ist Medizin, ihr wollt Medizin. Er hat nicht gesagt, geh zum Arzt. Hier hast du ein Heilmittel, die islamische Heilmittel, Wallahi al-Azim, Wallahi, subhanahu wa ta'ala, wenn man fest daran glaubt, Allah gibt die Lösung. Und Allah versorgt dich, da ist ohne Zweifel. Dann kam der Dritte und sagte, subhanallah, wir haben kein Geld, wir sind arm. Ich sagte, geh und halte dich an Istighfar. Bitte Allah ständig um Vergebung. Ein anderer, der neben ihm saß, hat das mitbekommen, sagte, die Leute kamen mit drei verschiedenen Problemen. Du hast alle drei die gleiche Lösung gegeben. Sagt, hast du nicht gehört, was Allah sagt? Hast du nicht gehört? Surat Nuh a.s. Ittaqu rabbakum, istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara. Yursilu as-samaa'a alaykum midrara. Wa yamdudkum bi amwalin wa banin. Sagt, hast du gehört, was Allah sagt? Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا رجل ويمددكم بأموال بزتس وبنين كندا sagte, hast du, das ist die Lösung, die steht im Koran. Das heißt, wir haben Medizin in Allahs Buch. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. Das heißt, die Person, die glaubt an das, was im Koran steht, Glauben ohne Zweifel, die Yaqin, die Gewissheit zu haben, das, was Allah sagt, ist Haqq. Ist die Wahrheit. Ich vertraue auf das, was Allah sagt, weil das die Wahrheit ist. Allah sagt, dieser Koran ist Heilung für diese Leute. Und Gnade und Barmherzigkeit für diese Menschen. Aber nur die daran glauben. Aber hier zeigt Allah die Lösung. Istaghfiru Rabbakum. Bittet euren Herrn um Vergebung. Wahrlich, er ist allvergeben, subhanahu wa ta'ala. Ghaffara, ala fi'l fa'al. Das heißt, in übertriebener Form. Allah ist allvergebend. Er vergibt alle Sünden, subhanahu wa ta'ala. Kehrst du zurück? Allah vergibt. Allah sagt dann, أنا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَوَّابِينَ. Wer sind die Awabin? Aba, يعني رجع. Allah liebt, die immer wieder zurückkehren, subhanallah. Sayyidina Ali sagt, das sind diejenigen, die eine Sünde begehen und Reue zeigen. Dann wieder Sünde begehen, dann Reue zeigen. Allah liebt sie, subhanahu wa ta'ala. Allah ist rahim, azza wa jalla. Verlieren nie die Hoffnung. Wallahi al-Azim, man darf Allah nie die Hoffnung verlieren, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt, was macht er, subhanahu wa ta'ala, wenn du Allah um Vergebung bittest?
يرسل السماء عليكم مدرارا. الله فتن اوف ايش ريجن شيكن فون هيمل اوف اعدن ريجن اس ليبن في دي اعده ديزه توته اعده دي فون دوغه بتخوفنس الله لسه بيد ليبن دن ويمددكم باموال بس عم الله فتش فزوج مت بزيتس هي هاست تو جلد بزيتس بس تو براوخس عبدي دن بس كومت نوخ داتسو وبنين تانا فخو جبات كان كيندا هي زكت الله سبحانه وتعالى هل تديش الاستغفار تاني في خوفات كنا بكم ون والله سبحانه وتعالى ان انظرت سايت أليبت ان انظرت سايت ان فيل ان فلن في خوان غفن علماء ما نفخو سعاقر زي بكم كان كندا زك هل تديش الاستغفار ان نخص كبيت زك سمونا دانارتي كو غفت ان اش بن شوانا بيها تسكمخت الله عز وجل بل شمتل بيت اللهم فقيم سبحانه وتعالى Und kehre ich zurück zu der Aussage von Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Da hat er gesagt, auch die gute Tat hat fünf Früchte. Sagt Licht im Gesicht, Helligkeit im Gesicht oder Weiße im Gesicht. Das heißt, Allah lässt dein Gesicht strahlen, alhamdulillah. Dann sagt er, subhanallah, Licht im Herzen. Dann sagt er, körperliche Kraft. Allah gibt dir Kraft, auch wenn du so schmal bist, auch wenn du so dünn bist. Ja? Wie Rasulullah sallam sagte über Abdullah ibn Mas'ud, als Sahaba ihn gesehen hat, wie er die Palme hochgeklärt hat, seine Beine waren sehr, sehr dünn. Sahaba haben gelacht. Ja, die haben gelacht. Und dann hast du gesagt, lacht über seine Beine? Sag, Wallahi, seine Beine sind Yawm al-Qiyamah schwerer als Uhud. So viel wiegen sie bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was macht das aus? Der Iman. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Dann kommen wir zum Punkt, was wir brauchen ist, wasi'atun fil rizq. Und Weite in der Versorgung. Das heißt, Allah Azza wa Jal erweitert deine Rizq durch die gute Tat. Und wenn du in einem Unglück steckst, dann müssen wir heute wissen, die Lage der Ummah. Sayyidina Ali sagt, مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَ Sagt, jeder Unglück, der auf diese Erde kommt, ist nur durch eine Sünde heruntergekommen. Und er wird wieder hochgehoben von Allah durch Reue. Das ist meine Nasiha an die Umma. Kehrt zurück zu Allah. Verbessert euch. Wie ein Tabi sehr schön gesagt hat. Aslah ma bainaka wa bain Allah. Yuslihu Allahu bainaka wa bain al-Nas. Also verbessere die Lage zwischen dir und Allah. Dann wird Allah deine Lage zwischen dir und den Menschen verbessern. Also die Probleme liegen wo? Bei uns. Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam muss wahrhaftig aufrichtig zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala und unsere Lösung, Wallahi al-Azim, kann keiner lösen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier ist eine kleine Geschichte von Shaykh al-Balkhi rahimahullah, ein bekannter Tabi'i. Tagelang nicht viel Essen zu Hause, die Kinder sind fast am Verhungern. Die Mutter hält aus, alhamdulillah. Wir wissen, die Frauen, mashallah, haben Allah ihnen wirklich eine psychische Kraft gegeben, mashallah, dass sie sogar die Geburt schon die Schwangerschaft, die Geburt ertragen können, das ist wirklich eine Wunder Allah subhanahu wa ta'ala, die er in der Frau gemacht hat. Das heißt, die haben Stärke zum Aushalten, mashallah, Ausdauer, manchmal mehr als Männer, subhanallah. Dann kommen wir zu dieser Shaqiq al-Balkhi, seine Frau sagt, wir können aushalten diesen Durst und diesen Hunger, aber deine Kinder schaffen es nicht mehr. Tu was. Er erinnert sich, subhanallah, an einen Freund. Sagt, dieser Freund hat ihm gesagt, egal was du brauchst, komm einfach zu mir. Guck mal, subhanallah. Allah sagt doch im Koran, Abdi, wenn du mich brauchst, ich bin nah. Stimmt oder stimmt das nicht? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ Allah ist da. Allah ist nah. Subhanahu wa ta'ala. Warum benden wir uns nicht zu Allah? Zweifeln wir an Allahs Versprechung, subhanahu wa ta'ala? Möge Allah uns bewahren. Shaqiq al-Balkhi unterwegs geht an die Moschee vorbei. Subhanallah. Sagt er, ich mache zuerst zwei Raka'at, dann gehe ich zu meinem Freund. Geht in die Moschee rein, subhanallah, betet zwei Raka'at, kurz nach den zwei Raka'at ist eingeschlafen. In diesem Schlaf, eine Stimme spricht zu ihm, subhanallah, hada min Allah, ru'ya min Allah, und ru'ya ist haqq im Islam. Sagt, ya shaqiq, tadullu an-nasa alayya wa tansani. Allahu akbar. Allah sagt, ya shaqiq al-balkhi, du gehst zu den Menschen und weist die Menschen auf mich darauf hin. Das heißt, du rufst die Menschen zu mir, damit sie mich bitten, wenn sie Probleme haben, wenn sie Sorgen haben. Und du vergisst mich, das heißt, du gehst zu deinen Freunden und vergisst du mich, weil er direkt vorhatte zu gehen.
Dann sag, bin ich aufgewacht nach diesem Ruf und ich habe mir vorgenommen, nicht zu ihm zu gehen. Weil ich mir dachte, Allah subhanahu wa ta'ala genügt mir, azza wa jal. Sagt, dann bin ich nach Hause zurückgegangen, sagt, Wallahi, mein Freund, den ich vorhatte, zu ihm zu gehen, war bei mir zu Hause und hat mehr gegeben, als ich verlangen wollte. Wer ist der Gebende? Allah. Auf ihm allein musste die Umma sich heute verlassen. Ad-Dua. Es gibt einen anderen, viele Geschichten, das war von Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah. Sa'id ibn Jubayr ist sehr bekannter Tabi'i, mashallah, der vom Hajjaj ibn Yusuf getötet wurde. Sa'id ibn Jubayr war bekannt, dass seine Bittgebete erhört werden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Eines Tages, und er hat einen Hahn, Dik, ein Hahn bei sich zu Hause, der immer subhanallah ihn zum Gebet weckt, nachts Gebet weckt. Durch dieses Geräusche, die er macht, diese Töne, die er macht. Wie heißt das auf Deutsch? Khair, inshallah. Jeder weiß, was ein Hahn macht, alhamdulillah. Sagt, eines Tages, eines Nachtes hat dieser Hahn, subhanallah, ihn nicht geweckt. Dann Sa'id ibn Jubayr sagt, qata' Allahu sawta. Also wenn der Hahn, er kräht jede Nacht, subhanallah, aber in dieser Nacht hat er es nicht gemacht, so dass Sa'id ibn Jubayr nicht nachts aufstehen könnte, um Qiyamul Layl beten zu können. Dann ist Sa'id ibn Jubayr sauer geworden, sagt, qata' Allahu sawtaka. Das ist so eine spontane Dua. Möge Allah dir deine Stimme nehmen. So ungefähr. Und subhanallah, sagt die Frau von Sa'id ibn Jubayr, sagt, ab dem Tag hat dieser Hahn nicht mehr gekräht. Gekräht heißt es auf Deutsch, wallahu a'lam. Sagt, wir haben ihn nicht mehr gehört. Dann sagt die Frau von Sa'id ibn Jubayr zu Sa'id ibn Jubayr, du darfst gegen keinen mehr Dua machen. So stark sind die Leute damals gewesen im Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt mehrere Geschichten, subhanallah al-Azim. Ich weiß nicht, Hassel, es gibt Duas, sehr viele Duas, sehr viele Geschichten. Der Mann hat es spontan gesagt, vom Herzen. Aber das ist ein Beweis, dass ein Bittgebet erhört wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt so viele schöne Geschichten, das heißt, Allah ist nah, Allah ist da. Ruf zu Allah subhanahu wa ta'ala. Man sagt, Ad-Dua silahul mu'min. Das Bittgebet ist die Waffe des Mu'min. Stimmt? Das heißt, das ist zwischen dir und Allah. Du brauchst nur die Hände hochzuheben zu Allah. Richtiges Essen, gutes Essen, halal Essen. Wende dich in der Zeit, wo es gibt Zeiten, wo Allah die Bittgebete erhört. Mach richtig Wudu, wasch dich richtig zum Gebet. Geh zwei Raka'at beten, im Sujud, im Niederwerfen. Urwa ibn Zubayr. Wir haben heute so viele Mittel von Allah, aber wir vergessen sie oder wir vertrauen nicht darauf, subhanallah. Und das ist gefährlich, das ist Zweifel. Und das kann den Mu'min sogar fast aus dem Islam rauswerfen, möge Allah uns bewahren. Kein Zweifel, das muss mit Gewissheit verrichtet werden. Urwa ibn Zubayr, das ist der Sohn von Az-Zubayr ibn al-Awam, radiyallahu anhu, sah, wie ein Mann betet, und das ist der Fall von vielen Muslimen heute leider, möge Allah sie bewahren. Er sah, wie er das Gebet so pickte wie ein Hahn. Das heißt, im Sujud ganz schnell runter und wieder hoch. Urwa ibn Zubayr, nachdem der Mann fertig war, geht zu ihm und sagt, oh, man sagt, da hast du nicht einen Wunsch, den du Allah fragen willst? Willst du nichts Allah fragen im Sujud? Das heißt, du bist gerade an der Quelle. Du verpasst vieles. Du bist bei Allah und Rasulullah sagt, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سأسك لدين الله اسم سجود أم نيكسن سو الله أم نيكسن تو بس أم نيكسن سو الله ود أم نيكسن سو الله. سأسك صلى الله عليه وسلم دان هاي فيك تي بيت كبيتة. Dort ist eine Stelle, an der Allah subhanahu wa ta'ala zuhört und Allah deine Bittgebete erhört. Hast du Probleme, hast du Sorgen? Anstatt zu einem Bruder zu gehen und klagen, geh doch zu Allah. Allah hört dir zu. Und subhanallah sagt, Ibn Adam, in sa'altahu yaghdabu. Wallaha in lam tas'alhu yaghdabu. Subhan Rabbil Alam. Sagt, der Sohn Adam, wenn du ihn einmal fragst, zweimal, dreimal, er wird irgendwann mal sauer sein. Hat keine Lust mehr. Aber Allah, wann wird Allah sauer? Erst wenn du ihn nicht fragst, wird Allah sauer. Allah wird erst sauer, wenn du ihn nicht fragst. Allah will deine Bittgebete hören. Und wenn Allah noch ein Nasiha an meine Geschwister, inshallah, wenn du Dua machst, wenn du Allah bittest, weil warum rede ich über Dua? Das ist auch ein Grund für die Versorgung. Wenn du ständig Dua machst. Die Ulema haben ein sehr schönes Beispiel gegeben. Dieser Beispiel ist wie ein Baby, der weint. Seine Mutter ist gerade beschäftigt mit was anderes, er weint. Er will sich auf irgendwas drauf aufmerksam machen, stimmt? Er hat Hunger, er hat Durst. Er weint, bis sie alles liegen lässt und geht zu ihm und stillt ihn. Dann ist er zufrieden. Genauso bei Allah, sagen die Ulema, müssen wir bei Allah weinen, wie das Baby so oft weint,
bis die Mutter entstellt und ihn zufrieden stellt. So weinen wir bei Allah. Weil jedes Mal, wenn du weinst und Allah bittest, klopfst du an die Tore des Himmels. Taqra'u abwab as-sama. Du bist am Anklopfen. Natürlich, das muss mit Demut sein, das Herz muss sich zu Allah wenden, subhanahu wa ta'ala. Du klopfst in den Toren des Himmels. Bei wem? Bei Allah. Und Abu Darda sagt, derjenige, der ständig anklopft im Himmel, es steht kurz bevor, dass die Toren sich für ihn öffnen. Verstehst du das? Gebe nicht direkt auf. Und da gibt es ein Hadith, der sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er einen Menschen liebt und der bittet Allah ständig, Allah gibt ihm nicht direkt seine Sache. Warum? Weil Allah dich hasst? Nein. Denke nicht so von Allah azza wa jalla. Denke niemals so von Allah subhanahu wa ta'ala. أحسن الظن nennt man das. Das gute Denken von Allah Azza wa Jalla. Allah gibt dir noch nicht. Warum? Nicht, weil er dich hasst. Nein. Allah sagt zu Jibril, ja Jibril, erledige noch nicht seine Sache. Ich liebe es, seine Stimme zu haben. Was für eine Ehre ist das? Dass Allah deine Stimme hören will. Und dann später kriegst du deine Sache. Und wenn nicht, kriegst du was Besseres von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn es sich hinaus zögert, die Antwort wird kommen. Weil Allah es versprochen hat. Allah hat es versprochen, subhanahu wa ta'ala. Zu antworten. Und niemand hält sein Versprechen wie Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jal. Also bittet Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt so viele, wallahi, schöne Geschichten, subhanallah al-azim. Es gibt einen Mann, der war ein Götzenanbeter. Und dieser Mann, a'udhu billah, er macht Tawaf um seinen Götzen. Und natürlich, der ruft, ja Sanam, Sanam ist ja das Wort für Götzen, a'udhu billah, ja Sanam, gib mir das, ja Sanam, versorge mich, ja Sanam, heile mich, ja Sanam, a'udhu billah, min ghadab billah. Und es gibt ja einen Fitra in den Menschen, die menschliche Veranlagung, Fitra. Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Mann, subhanallah, aus Fehler, wegen der Fitra, die in ihm steckt, er sagte, ja Samad. As-Samad huwa alladhi tasmudu ilayhi an-nas liqada'i hawa'ijihim. Samad ist Allah Azza wa Jal. Was heißt Samad? Das heißt, Allah ist derjenige, zu sich alle Geschöpfe wenden, damit er ihre Angelegenheiten erledigt. Hu as-Samad, wir lesen oft Qul wallahu ahad Allah as-Samad, wir verstehen sie nicht. Genau. Das heißt, alles ist von ihm abhängig und das wissen die Menschen, deswegen müssen sie zu ihm, subhanahu wa ta'ala, weil sie wissen, dass er die Angelegenheiten erledigt. Azza wa Jal. Aber viele wissen es alle. Wissen es, aber wissen es eigentlich nicht. Das heißt, sie wissen es mit dem Kopf, aber sie haben keine Gewissheit und Überzeugung darüber, wal'iyadu billah. Der Mann aus Versehen sagte, ja, Samad. Allah sagt, labbaika abdi. Und das war Zeit von Musa. Musa sagt, ja, Rabb. Er hat das aus Versehen gesagt. Er meint dich nicht, ja Allah. Allah sagt, gibt es einen anderen Samad, der antworten wird außer mir? Allahu akbar, Rabbil alamin, subhanahu wa ta'ala. Also, liebe Geschwister, wendet euch zu Allah. Inshallah, vielleicht, wenn Allah will, subhanahu wa ta'ala, werden wir, inshallah, einen Dars machen über das Bittgebet im Islam. Ausführlich mit schönen, wahren Geschichten im Islam, damit wir daraus lernen. Wallahi al-Azim, und ich schwöre bei Allah Azza wa Jal. Letzte Drittel der Nacht, aufstehen, Tränen vergießen, Allah löst alle eure Probleme. Sucht nicht, a'udhu billah, die Lösung in der Ungehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala, denn damit erweckt man den Zorn Allahs und Allah bestraft dann, a'udhu billah. Und eins muss man auch verstehen, wenn du als Muslim wenig von Allah bekommen hast, heißt nicht, dass Allah dich hasst. Nein. Und wenn du siehst, dass Allah jemanden gibt, der vielleicht Kafir ist oder der ein ungehorsamer Diener ist und du siehst, Allah gibt ihm viel Dunya, denke nicht, dass Allah ihn liebt. Wir haben andere Maßstäbe im Islam. Das ist ein Hadith von Rasulullah sallam. Sagt, wenn du siehst, das ist nur alles eine Erinnerung von meinen Geschwistern, damit die nicht aufgehen. Wenn er sieht, Allah subhanahu wa ta'ala den Ungehorsamen für seine Sünden das gibt, was er liebt, dann glaubt nicht, dass Allah ihn liebt, sondern das ist eine Abstufung für ihn. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihn, damit er weiter daran glaubt, dass Allah ihn liebt. Er sagt, ich mache ja Sünden. Allah hat mich nicht bestraft, sondern er gibt mir das, was ich liebe. Das heißt, Allah liebt mich, also ich mache weitere Sünden. Und er vergisst aber, je weitere Sünden er macht, desto mehr Strafe erwartet in Yawm al-Qiyamah. Also liebe Geschwister, inshallah, wenn ihr nicht wisst, fragt Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und möge Allah immer uns subhanahu wa ta'ala die passenden Antworten geben. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.